Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rezeptfrei. Aufgrund der steigenden Rate an Übergewicht und Fettsucht wurden in Großbritannien und weltweit in weiteren 16 Ländern Fernsehwerbung für ungesunde Produkte eingeschränkt. Dies wurde eingeführt, da es in wissenschaftlichen Untersuchungen Hinweise gegeben hat, dass es zwischen solcher Werbung und vermehrtem Konsum dieser Produkte enge Zusammenhänge gibt. Aber ehrlich gesagt braucht man dafür keine wissenschaftlichen Untersuchungen, denn wenn es diese Zusammenhänge nicht gäbe, würde die Nahrungsmittelindustrie sicher nicht in solche Werbemaßnahmen investieren. Doch ist es die Fernsehwerbung alleine oder wie sieht es denn mit der Ernährung in Filmen aus? Eine amerikanische Forschergruppe hat nun geprüft, wie es um die Ernährung in amerikanischen Fernsehfilmen aussieht. Sie haben dazu 250 Filme sich angeschaut, in denen die in den Jahren 1994 bis 2018 produziert wurden. Und in diesen Filmen wurden ca. 9.200 Lebensmittel und über 5.700 Getränke, Snacks oder auch Süßigkeiten konsumiert. Und dann hat man diese Nahrungsmittel mit einem speziellen Ernährungsscore bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass 73%, also fast drei Viertel der Mahlzeiten in den Filmen eher ungesund waren. Insbesondere wiesen die Nahrungsmittel in 45% zu niedrigem Ballaststoff und in 18% einen zu hohen Zuckergehalt auf. Bei den konsumierten Getränken lag der Alkoholkonsum deutlich über den empfohlenen Mengen. Ob das Verbot von Fernsehwerbung für ungesunde Produkte wirklich etwas bringt, ist bisher auch völlig unklar. Wenn Sie aber in den nächsten Tagen und Wochen vermehrt Fernsehfilme konsumieren, sollten Sie aber wissen, auch Filme können verführen. Wie immer wünsche ich Ihnen eine rezeptfreie Zeit. Ihr Stefan Martin.